ich bin Ali, das ist der SmackDown. Here comes the pain. Ja, der SmackDown, here comes the pain, Season Logos Ehre. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt habe ich endlich das Ganze falsch mal gesagt. Wir sind natürlich im W2K22 Universe Mode. Meine Fresse, ey. Ich habe das SmackDown-Logo gesehen und dachte direkt an SmackDown, here comes the pain. Ehre. Es ist SmackDown und eine actiongeladene Folge von SmackDown. Ich kann euch mal gerade ganz kurz einblenden. Ich habe euch vor ein paar Tagen eine Frage gestellt, nämlich soll ich Entrance-Mucke anhaben oder nicht? Ihr habt euch dafür entschieden, dass ich hier anmache. Allerdings sehr knapp und vielleicht habe ich es eventuell jetzt gerade auch ein bisschen zu laut an. Das muss ich vielleicht dann noch mal ein bisschen nachjustieren. Jedenfalls der Punkt ist, ich glaube, ich werde es so machen, um irgendwie vielleicht euch alle glücklich zu machen. Werde ich es, denke ich, so machen, dass ich in den Weekly-Folgen, also in SmackDown oder Raw, werde ich die Entrances immer nur so ein kleines bisschen anschneiden, wenn es was Wichtiges gibt oder wenn jemand neu ist oder so dann. Ansonsten bei den Pay-Per-Views werden wir das dann eher so mit den Entrances machen, ein bisschen Spannung aufbauen. Und ich hoffe, so kann ich euch alle glücklich machen. Die Musik ist jedenfalls an, das heißt, Copyright Claims, let's go. Aber naja, so ist es halt. Genau, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen ins erste Match. Das ist ein Triple Tag Team Match um die Number One Contendership für die mittlerweile vereinigten Tag Team Championships. Also mal schauen, was da so rauskommt. Aha, da sind die beiden. The following contest, ich glaube, a triple threat tornado tag team match on the way to the ring. Die beiden kennt ihr vielleicht. Jesse und Festus, die neu unterschrieben haben bei SmackDown. In ihrem SmackDown Tag Team Debüt direkt gegen zwei andere Tag Teams um die Tag Team Krone getestet. Also ziemlich viel Druck. Ah, da ist das nächste Tag Team. Die kennen wir ja schon. Die beiden, die dem Undertaker beim letzten Pay-Per-View beim Judgment Day den Sieg gekostet haben. Ihr könnt mir übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viele Weekly-Episodes wir von SmackDown oder Raw haben sollten bis zum nächsten Pay-Per-View. Also sollen es zwei SmackDown, zwei Raw-Folgen sein, dann Pay-Per-View, soll es eine Raw, eine SmackDown sein, dann Pay-Per-View, oder sollen wir sogar mehr machen? Also ich tendiere gerade irgendwie selber dazu, damit wir noch ein paar Pay-Per-Views schaffen, bevor 2K23 rauskommt, ich kann mich auch mal wieder dazu schalten, dass wir eine SmackDown-Folge und eine Raw-Folge machen und dann kommt der Pay-Per-View. Der nächste Pay-Per-View wäre dann der SummerSlam, wenn alles gerade läuft und das Spiel mir nicht wieder alles zerschießt. Ich bin da ein bisschen am Arbeiten im Hintergrund und es ist sehr zeitintensiv. Aber naja, wir schauen, wer das letzte Tag Team ist, um dieses Triple Threat Match hier komplett zu machen. Threat Time wurde sich auch gewünscht in den Kommentaren. Und der SmackDown GM hat Folge geleistet, allerdings ist Prime Time nicht festgebunden an SmackDown, anders als Jesse und Festus. Also Primetime können bei Raw oder bei SmackDown auftreten. Die sind da nicht gebunden. Was die sich extra in den Vertrag haben schreiben lassen, bevor die gesigned wurden. Also verhandeln können die beiden. Die Frage ist, können die beiden ihre Worte auch im Ring bestätigen? Das werden wir jetzt sehen. Das Ganze findet übrigens auch unter Elimination Rules statt. Dementsprechend das letzte Team, was hier steht, oder der letzte Mann, gewinnt dieses Match und eine Chance auf die Unified Tag Team Championships. Ja, warten wir mal auf die Glocke vom Ref. Die Glocke ist am Start. Und die Action geht schon kurios los. Mit einem Big Boot vom Boogeyman, während Booker T sich auf Festus stürzt, der schon am Boden liegt. Und Jesse gibt hier erstmal einen saftigen Backbreaker. Das ist immer schwierig für mich, diesen Matches hier mitzuhalten, gleichzeitig die Action zu steuern und auch noch zu sehen, was hier abgeht. Boogeyman mit dem Cover vom Jumping Splash gegen Shad Gaspard und das ist fast schon ein Freakout. RIP Shad an der Stelle, der arme Kerl, der ist im Real Life leider schon tot. Der wollte seinem Sohn zur Hilfe kommen, der gerade im Wasser war
und fast ertrunken wäre, und Chad hat ihn gerettet, ist aber dabei leider selber verstorben. Sehr tragische Geschichte. Aber davon wollen wir uns nicht abhalten lassen. Im Gegenteil, wir wollen Chad feiern, indem wir ihn in unserem Universe Mode aufnehmen, während sein Tag Team Partner JTG fast hier schon Jesse pinnt. Der Moment lässt nicht locker. Saftiger Weg, gut. Wenn das jetzt hier ein Royal Rumble Match wäre oder ein Battle Royal, dann wäre JTG auf jeden Fall schon eliminiert worden. Aber so geht's hier noch weiter. Für die eine Hälfte von Primetime. Die komplette Hälfte von Primetime sozusagen wartet jetzt außerhalb des Rings. Die sind eher vorsichtig, während Festus weiter mit Booker T macht. Jesse kontert erstmal, hat aber auch schon heftige Probleme. Also wenn ihr Jesse mal ins Gesicht schaut, der Typ hat schon auf jeden Fall eine ordentliche Packung Schaden gefressen. Das sieht man auch daran, wie der Boogeyman einfach mit Jesse umspringt und ihn einfach nur umschubst, zu Boden schubst. Und jetzt ein kleines Nebenzeichen von Jesse, aber der Boogeyman bleibt am Stapel STO. Während JTG draußen schon die Submission ansetzt. Der Ref ist close in der Action. Es gibt übrigens auch keine Disqualification im Match. Also hier ist anything legal. Es geht einfach nur darum, irgendwie den Sieg zu erreichen. Boogeyman versucht es jetzt. Harter Schlag gegen Jesse ins Gesicht mit dem Reverse Front Slam. Hart auf die Matte geschickt. Der Ref rennt jetzt erstmal sonst wo lang. Zählt den Pin einfach draußen. Er kann einfach durch den Ring gucken. Und zählt den Three Count für Jesse. Der ist raus. Festus ist als einziges Mitglied von Jesse und Festus noch im Match. Und versucht dementsprechend sein Bestes hier irgendwie dieses Match zu überstehen, während JTG schon an Booker T arbeitet. Der kommt ja gerade so aus dem Cover. Allerdings sieht es jetzt schlecht für Festus aus. Der hat die Boogie Bomb bekommen. Hat man vielleicht am Rand des Bildschirms gesehen, aber Festus ist ja noch eine andere Hausnummer als Jesse. Allein schon rein physisch. Ich meine, die Haare wollen wir jetzt mal nicht beachten, aber alles andere ist ja wohl eines Wrestlers mehr als würdig. Boogeyman tritt jetzt auf den Arm von Festus. Und da haben wir den Finisher von JTG gesehen gegen Booker T. Und Boogeyman kann nicht helfen, weil er von Festus weggemacht wird. Und Booker T ist draußen. Das heißt, der Boogeyman ist jetzt komplett allein auf sich gestellt. Aber Booker T will hier das anscheinend nicht akzeptieren. Versucht noch Chad Gaspard anzugreifen. Also wir haben jetzt ein Team, was komplett ist mit Primetime. Interessante Konstellation. Die beiden gehen jetzt auch zusammen in den Ring. Aber JTG kriegt direkt den saftigen Big Boot vom Boogeyman, der jetzt auch noch von hinten JTG attackiert. Den Elbow Drop. Festus und Chad, die beiden Big Boys sozusagen, legen sich im Ring daneben miteinander an. Harter Power Slam von Festus. Scheint so, als ob Festus jetzt für irgendeine Art Special-Aktion hier gehen will. Was für ein Godbuster. Macht aber direkt weiter. Fallaway Slam von Boogeyman und Festus mit dem harten Knee Strike. JTG rollt bewusstlos aus dem Ring. Und Two-Count. Festus kann es nicht glauben, JTG mit dem Big Boot. Und dem, wow, Standing Shooting Star Press. Krasse Agilität von JTG. Oh, und End of Days im Ring von Festus. Während der Boogeyman für den Boogie Slam geht. Chad bleibt gerade noch so drin. Aber es sieht für JTG schwierig aus. Boogeyman hat JTG im Cover. Der Rap hat alle Hände hier voll zu tun. Und dementsprechend kommt JTG früh genug raus. Einfach nur, weil der Ref leider nicht in der Lage war, früh genug anzugreifen. Und da kommt, apropos angreifen, Festus von der Top Rope gejumpt auf Chad Gaspard. Also für ein Opening Match ist das ja wohl der Kracher. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, Leute? Oh my God, in die Barricade gewippt vom Boogeyman. Der Boogeyman schützt jetzt keine Müdigkeit vor. Chop, aber in den DDT von JTG. Und jetzt geht's für JTG in die Submission, während Chad Gaspard einfach den Festes raus aus dem Ring wirft, wie einen alten Sack Kartoffeln. Und fürs Cover geht direkt, das ist ein smarter Move.
Boogeyman schmeißt jetzt JTG in den Ring. Sucht sich unter dem Ring selber irgendwas. Holt sich, was hat er? Er hat ein Stoppschild in der Hand. Was will Boogeyman mit dem Stoppschild? Oh mein Gott. Okay, ich glaube, JTG ist raus, aber Shad mit einem harten Big Boot Kick von JTG. Konter vom Boogeyman, Schlag ins Gesicht von JTG. Und schon wieder dieser Reverse Front Slam. STO von Shad Gaspard im Ring. Cover gegen Festus. Aber Festus kommt gerade noch mal irgendwie raus. Und Shad geht jetzt auf die Chop Drop. Denkt gar nicht daran, seinem Tag-Team-Partner zu helfen. Der hat jetzt die Boogeyman-Bomb kassiert. Wenn Shad Clipper wäre, würde er versuchen, das Cover zu unterbrechen, damit er nicht alleine ist. Aber jetzt ist es ein ganz normales Triple Threat Match geworden, Leute. Ein Mann von jedem Team ist doch im Ring. Festus, Shad und der Boogeyman. Das war knapp für Festus. Der ärgert sich jetzt über die vertane Chance und wird vom Boogeyman dafür bestraft. Und der Boogeyman war jetzt hier so ein bisschen der MVP in dem Match. Der hat jetzt hier, glaube ich, schon drei oder zwei Leute eliminiert. Rope Break. Okay, das ist eine interessante Entscheidung vom Ref, wenn man bedenkt, dass es hier No-DQ ist. Eigentlich gibt es hier keinen Rope Break. Sagt sich der Boogeyman auch, geht einfach raus recht nochmal fürs Cover, aber das hat Shad jetzt kommen gesehen. Back Body Drop von Festus. Boogeyman ist auf der zweiten Rope hinten und macht den Axel gegen den Hinterkopf. Während Shad jetzt für some kind of a maneuver geht, aber Festus hat es kommen gesehen. Kick to the gut. Der Boogeyman feiert da nebenher nur so ein bisschen und spielt seine Psycho-Spiele. Ich glaube, das kann der Boogeyman am besten. Das wissen wir alle. Oh mein Gott, was hat Festus davor? Nimmt sich den. Oh mein Gott, was für ein Schlag in den Hinterkopf, in den Rücken von Shad Gaspard. Also ich glaube, der nächste Finisher hier wird einfach mal entscheidend sein. Boogeyman kommt unerkannt aus dem Nichts mit dem Chairshot gegen Shad Gaspard. Das könnte schon sein. Shad hat auch einen ziemlich üblen Cut am Auge. Das war's für Shad Gaspard. Und jetzt sind es Festus und Boogeyman quasi beiden Freaks, wenn man schon fast so will. Boogeyman verhält sich ja auch wie ein Freak, kriegt aber den Boot to the Gut von Festus und der droppt jetzt den Boogeyman unceremoniously auf die Top Rope. Weißt der Festus hat der Boogeyman in die Hand gebissen. Boogeyman zeigt sich aber unbeeindruckt. Ich meine, der Boogeyman macht selber sowas gerne. Wartet jetzt und kriegt den Uppercut-Konter. Und den Knee-Strike. Derselbe Knee-Strike, den Boogeyman Festus schon verpasst hat. Und jetzt gibt's den End of Days für den Boogeyman. Oh mein Gott, das könnte schon sein. Nee, noch nicht. Boogeyman ist noch am Start. Gerade so. Festus geht schon wieder für eine Aktion, aber der Boogeyman hat es kommen gesehen. Kommt mit der Clothesline, wartet nur darauf, dass Festus aufsteht. Ich glaube, jetzt will Boogeyman hier für das Match eingehen. Greift sich den Hals von Festus und drives ihn down mit der Boogie Bomb. Und das ist das Ende dieses Matches. Triangle of Terror. Triumphiert. Gerade so. Ein Überlebender am Ende mit dem Boogeyman. Mal schauen, welches unser zweites Match des Abends ist. So, unser zweites Match des Abends steht an. Es beinhaltet den Hurricane, der immer noch auf seinem dominanten Intercontinental Championship Run ist. Oh, aber wer ist das? Ist das Bobby Lashley? Oh, das ist Bobby Lashley, der ist letztens von ECW rübergekommen zu SmackDown und überfällt jetzt ja einfach den Intercontinental Champion, der hier eigentlich gegen einen Newcomer antreten sollte, mit Namen Drew McIntyre. Der ist auch ganz neu beim SmackDown-Roster dabei. Aber Bobby Lashley will hier anscheinend nur einen Namen für sich selber machen und versucht es, indem er hier den Hurricane ausschaltet. Rennt zurück, nimmt sich den Titel. Oh ja, das war klar. Okay, das ist hier eine klare Titel-Aspiration von Bobby Lashley. Der lässt jetzt den Champion, den Reigning Champion, den Defending Champion im Ring liegen und legt sein Championship in den Ring. Aber der Hurricane lässt sich natürlich nicht so leicht beeindrucken. Will Bobby Lashley jetzt eine saftige Rechte geben. Einen Chop hinterher. Chop zurück vom anscheinend neuen Challenger, wie wir hier das verstehen. Der Ref grabt sich den
Titel und ein saftiger Spinebuster von Bobby Lashley. Der hält nichts davon, dass der Referee den Titel aus dem Ring geworfen hat. Versteht er wahrscheinlich nicht so ganz, weil ich meine, das ist kein offizielles Match, Leute. Das offizielle Match wäre eigentlich Drew McIntyre gegen Hurricane Helms gewesen, also gegen den Hurricane. Aber ja, das hat sich dann wohl erledigt, weil ich weiß nicht, was mit Drew McIntyre los ist. Ich weiß nicht, was Bobby Lashley mit Drew McIntyre angestellt hat. Aber die Crowd scheint es nicht so schlimm zu finden, ehrlich gesagt. Die Crowd scheint eher zu denken, hoffentlich endlich mal einer, der sich mit Hurricane anlegt, der den hier von seinem Titelrun runterholt. Weil der Typ geht uns Woche für Woche einfach nur auf den Nerven mit seinen Tiraden über den ganzen Blödsinn, den er so erzählt. Deswegen, ich glaube, das WWE Universe ist einfach nur glücklich, jemanden hier zu sehen, der sich gegen Hurricane Helms wehrt. Und ich meine, guckt euch Bobby Lashley an. Ich meine, es gibt kaum einen besseren Wrestler, zumindest rein vom Look her. Und jetzt reibt er den Boden mit dem Gesicht, droppt den Elbow hinterher. Also langsam wird dir das dann doch schon zu einer relativ eindeutigen Vorstellung vom jungen Up-and-Comer Bobby Lashley. Noch die saftige Clothesline hinterher. Wahnsinn, also das ist ein Statement von Bobby Lashley. Unser Co-Main-Event of the Evening ist... Why? Oh my God. Oh, ich wollte gerade darüber anfangen zu reden, wie der Undertaker nach der Niederlage beim Judgment Day gegen Kane und Triangle of Terror einfach nur weitermachen will in seiner WWE-Karriere und einfach nur Kane hinter sich lassen will. Aber Kane will anscheinend den Undertaker nicht hinter sich lassen und hat einfach seinen heutigen Gegner, den Great Khali, ausgeschaltet und schiebt sich einfach in ein Match rein, in das er gar nicht reingehört. Und der Undertaker gibt dementsprechend die Antwort gegen den Devil's Favorite Demon mit der rechten Hand. Es ist unglaublich, wie der GM von SmackDown einfach diese ganze Sache auch langsam hinter sich lassen will. Aber Kane kann anscheinend nicht loslassen. Ich frage mich, was Kane vorhat, weil ich meine, er hat seine Dominanz gezeigt. Er hat beim Judgment Day Pay-Per-View gewonnen. Er hat den Undertaker durch den Tisch gehauen. Er hat alles Mögliche mit dem Deadman angestellt. Ich meine, Deadman auch mit ihm. Aber langsam kommt es mir so vor, als ob Kane den Undertaker anscheinend irgendwie überzeugen will, bei Triangle of Terror mitzumachen oder sowas. Ich weiß es nicht. Was ich mich auffrage, ist, was der Referee hier macht. Ist das jetzt ein offizielles Match hier oder nicht? Niemand weiß es. Der Ref ist einfach aus dem Ring gegangen und lässt die beiden Giganten hier ihre Arbeit in Anführungsstrichen tun. Was für ein Spear aus dem Ring und... Okay. Kane zeigt seine Dominanz mal wieder. Alles klar, WWE-Universum. Wir wissen Bescheid. Kane hat die Sache mit dem Undertaker noch nicht aufgegeben. Wir kommen zu unserem Main Event und das lautet JBL gegen MVP, aber auch hier sehen wir einen völlig aggressiven Rey Mysterio, der sich auf JBL stürzt. Was ist denn mit Rey Mysterio los? Okay, anscheinend ist Rey Mysterio so sauer über die Entwicklung vom Hurricane, der wegen JBL fast schon zu diesem wahnsinnig aggressiven Anti-Superhelden geworden ist, dass er JBL dafür verantwortlich macht, weil ich meine, Hurricane und Rey Mysterio waren gute Freunde, bevor das mit JBL passiert ist. Und mir scheint so, als ob Rey Mysterio JBL einfach dafür verantwortlich macht und dementsprechend JBL attackiert. Aber wir kennen alle JBL, wir wissen alle, wie der Texaner drauf ist. Der lässt sich von sowas nicht so schnell beeindrucken und konzentriert sich trotzdem auf sein Match heute Abend. Will einen Big Boot verpassen gegen den Most Valuable Player, aber der Referee steht im Weg und kriegt den Big Boot gegen seinen Hinterkopf. Das ist ein ganz klarer, ja, wie sagt man dazu, Zero Count. Also vor 1 kommt JBL hier aus dem Cover, geht auf die Second Rope, zeigt einen ziemlich gut ausgeführten Shoulder Tackle, als ob er schon fast ein Football Player gewesen wäre in seiner früheren Karriere. Tritt MVP jetzt in den Bauch und macht sich über sein Bein her. Interessante Taktik von JBL hier. MVP ist schon ein bisschen groggy, obwohl JBL eigentlich derjenige war, der am Anfang des Matches attackiert wurde, aber das scheint irgendwie nicht so die Rolle zu spielen. Was für eine Aktion von JBL, aber das ist auch nur ein One-Count.
Also so groggy ist MVP dann wohl auch noch nicht. Der Boot von John Bradshaw Layfield geht ins Leere. Der Schlag auch, der nächste auch, aber der Vorarm nicht. Noch ein Schlag, aber der Boot ins Gesicht. Und jetzt Underhook, Butterfly Underhook Suplex. Knee Strike auf dem Boden. MVP hat die Kontrolle über das Match wieder zurückgehalten. Jetzt sehen wir, dass die Aktion vor dem Match von Rey Mysterio anscheinend doch mehr ausgelöst hat, als wir vorher dachten. MVP pusht die Offensive, aber John Bradshaw Layfield steckt nicht auf. Gibt nicht auf, macht weiter, greift sich jetzt MVP und geht für die Powerbomb. Und macht weiter, wo er angefangen hat. Bei den Beinen, beim Knöchel von MVP. Elbow Drop. Nimmt sich jetzt MVP, schmeißt den in Seil und zeigt die Clothesline from hell. Sehr nice gemacht von JBL. Die Frage ist, reicht das schon für MVP? Nein. Diskutiert jetzt mit dem Referee. Das ist so eine Angewohnheit, die JBL vielleicht mal lassen sollte. Weil jetzt hat MVP dadurch wieder die Kontrolle zurückgelangt. Single Underhook Facebuster. Und jetzt... Oh mein Gott, die Augen von MVP. Ja, moin. Was ist da los? Gehen für den Ballen Elbow. Ballen. Bam! Right on the mark. Genau ins Schwarze. JBL liegt auf dem Boden. Hat auch nochmal die Power auszukicken. Ich meine, was anderes erwartet man ja auch nicht. Fast schon nicht vom toughen Texaner. Aber MVP mit seinen Monsteraugen geht für seinen Finisher. Aber JBL kennt ihn, hat ihn kommen gesehen. Haut den Most Valuable Player in den Boden mit dem saftigen Big Boot. Ich meine, jeder, der JBL schon mal kämpfen gesehen hat, weiß, dass der Mann mindestens 13 Big Boots pro Match raushauen muss. Das ist ungefähr so wie mit Brock Lesnar und seinem German Suplex. Snake Eyes, kleine Nachricht hier vielleicht an den Undertaker. Man weiß es nicht. Big Boot geht da nochmal für. Kommt aber nicht an, geht ins Leere und MVP antwortet mit einem Irish Whip aus dem Ring. Und Leute, falls ihr euch fragt, wo ist eigentlich Batista hin? Wo ist unser World Heavyweight Champion? Wir wollen unser World Heavyweight Champion bei SmackDown sehen. Der World Heavyweight Champion hat nach dem harten Match beim Judgment Day gegen Edge eine Woche frei bekommen, genauso wie Edge, wie sein Kontrahent. Die beiden haben sich so dermaßen ans Limit gebracht. Die beiden brauchen einfach eine Woche Auszeit, ansonsten werden die eine Verletzung davon tragen, wenn die diese Woche kämpfen würden bei SmackDown. MVP wurde jetzt schon wieder mit der Powerbomb von JBL malträtiert. Und jetzt geht JBL für die nächste Clothesline from Hell. Und wenn es das nicht ist, dann fresse ich einen Besen. Also ich glaube nicht, dass eine zweite Clothesline from Hell hier nicht den Sieg holt für JBL. Starke Vorstellung vom Texaner. Und so verhält er sich auch. Der Mann feiert sich. Hat sein Statement gesetzt. Aber ich... Oh no, ich glaube, es bleibt nicht bei der Party. Es bleibt nicht bei der Party, Leute. Was hat JBL jetzt schon wieder vor... Oh no. Ja, das ist das große Problem mit JBL. Der Mann hat seine Aggression nicht im Griff. Der ist so aggressiv darüber, was Rey Mysterio am Anfang, beziehungsweise vor Anfang dieses Matches mit ihm gemacht hat, dass er seine ganze Aggression jetzt an MVP auslässt, der damit ja nun mal gar nichts zu tun hat. Wobei man das natürlich nicht JBL sagen kann. Der wird natürlich sagen, ja, der hat natürlich damit was zu tun. Alle haben damit was zu tun. JBL fühlt sich ungerecht behandelt und es lässt er jetzt am letzten aus, der dafür was kann. Neben dem Referee auch noch MVP. Der arme Kerl geht durch den Tisch mit der Powerbomb. Autsch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr so denkt, wen ihr noch sehen wollt und was ich gefragt habe. Wie viele Weekly-Folgen von SmackDown oder Raw soll es geben bis zum nächsten Pay-Per-View. Ansonsten lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.